Jeanette Clark hat das Ganze für uns verfolgt. Wir haben die ersten AfD-Vorsitzenden in drei Ausschüssen im Deutschen Bundestag. Eben haben wir es gesehen. Im Vorfeld hatte es ja viel Protest gegeben. Warum ist es jetzt doch dazu gekommen, Jeanette? Ja, zuallererst muss man sagen, die AfD stellt die drittgrößte Fraktion im Bundestag und ihr stehen im parlamentarischen Betrieb natürlich Posten zu, unter anderem eben die Ausschussvorsitzenden. Um es nochmal zu sagen, 23 Fachausschüsse soll es in dieser Legislatur geben. Drei Stück, drei Ausschussvorsitzende stehen der AfD zu, nach Größe und Proporz der Bundestagsfraktionen. Soweit die reine Mathematik und soweit auch der Konsens im Bundestag unter allen Fraktionen. Allerdings lief im parlamentarischen Verfahren dann doch einiges anders als üblicherweise. Und das zeigt zum einen die Vorbehalte der Fraktionen, wenn es darum geht, den einen oder die andere AfD-Abgeordnete auf einen Posten zu wählen. Und zum anderen zeigt es aber auch die Uneinigkeit der Fraktionen generell im Umgang mit der AfD. Daher, wie gesagt, lief einiges anders, bis man hier zu dieser Ausschusskonstituierung und der Wahl der Ausschussvorsitzenden heute kam. Zunächst ging es ja darum zu klären, welche Fraktion bekommt überhaupt welchen Ausschussvorsitzenden. Und da war es auch schon anders als sonst, als in den vergangenen Legislaturen. Da hatte man eigentlich sonst immer eine Einigkeit im Ältestenrat erzielt. Also die eine Fraktion bekommt diesen Ausschuss, die andere Fraktion jenen. Diesmal war es anders, weil absehbar war, mit sechs Fraktionen inklusive der AfD wird eine Verständigung schwieriger. Da nahm man ein bestimmtes Rechnungsverfahren zur Hilfe und die Fraktionen durften reihum immer auf die Ausschussvorsitze sozusagen zugreifen. Und die CDU-CSU-Fraktion hatte den ersten Zugriff, nahm den Innenausschuss. Die SPD als zweitgrößte Fraktion entschied sich für den Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und die AfD-Fraktion durfte dann als nächste wählen und nahm den Haushaltsausschuss. Dieser Haushaltsausschuss, auch das muss man noch mal sagen, das ist sowieso parlamentarischer Brauch seit Jahrzehnten, dass der größten Oppositionsfraktion in der Tat zusteht. Und die AfD, sollte es zu einer großen Koalition kommen, wäre also die größte Oppositionsfraktion. Daher gab es zwar Murren im Vorfeld, aber keinen wirklichen Grund oder keine wirkliche Begründung der AfD, diesen Ausschussvorsitz nicht zu geben. Im Reihumverfahren griff die AfD ja dann eben auch noch auf den Rechtsausschuss und auf den für Tourismus zu. Dann kam der zweite Schritt. Wer wird Ausschussvorsitzender für die AfD in jenen Ausschüssen? Und da gibt es den Grundsatz, dass jede Fraktion die Personen selbst bestimmen darf. Und die AfD-Fraktion hat eben beispielsweise Brandner für den Rechtsausschuss vorgeschlagen oder Peter Böhringer für eben den Haushaltsausschuss, der ja einer der wichtigsten Ausschüsse im Deutschen Bundestag ist. Und da gab es eben Vorbehalte gegen jene Personen. Und so lief die Konstituierung heute eben auch wirklich anders ab. Normalerweise ist das ein sehr formaler Akt. Da kommt der Bundestagspräsident oder einer der Bundestagsvizepräsidenten in die jeweiligen Ausschüsse, die dann konstituiert werden. Und wie gesagt, das läuft eigentlich alles sehr kurz und knapp ab. Heute war es so, dass Wolfgang Schäuble als Bundestagspräsident im Haushaltsausschuss war und dann fragte die Abgeordneten, die AfD hat vorgeschlagen, Peter Böhringer als Ausschussvorsitzenden. Gibt es dazu Widerspruch? Normalerweise ist das nicht üblich und so wird quasi per Akklamation der Ausschussvorsitzende bestätigt. Heute war es anders im Haushaltsausschuss, aber auch im Tourismus und im Rechtsausschuss. Da gab es Widerspruch. Im Haushaltsausschuss hat die Linke gesagt, nein, wir möchten den Ausschussvorsitzenden wählen. Dann wurde darüber abgestimmt, ob man offen oder geheim wählt. Es wurde offen gewählt, deswegen wissen wir das Ergebnis. CDU, CSU, SPD und Grüne haben sich enthalten. Die Linke hat dagegen gestimmt und die AfD und die FDP übrigens haben mit Ja gestimmt, also für die jeweiligen Ausschussvorsitzenden. Die FDP hat das aus formalen Gründen gemacht und damit war vollzogen, auch wenn auf eine etwas andere Art, was normalerweise ein sehr kurzer formaler Akt ist. Also ein bisschen anders heute als gewohnt in Berlin, etwas komplizierter und neu sind ja auch die drei AfD-Vorsitzenden. Gab es denn schon Reaktionen? Wie kam das an bei den einzelnen Fraktionen?
Ja, auch das eine Besonderheit. Normalerweise wird davon gar nicht so richtig Notiz genommen, wenn sich die Bundestagsausschüsse zu Beginn jeder Legislatur neu konstituieren müssen und die Ausschussmitglieder zusammenkommen. Heute gab es natürlich ein verstärktes Interesse aus eben geschilderten Gründen. Und der neue Ausschussvorsitzende des Haushaltsausschusses, Peter Böhringer von der AfD, der hat sich direkt im Anschluss dann auch entsprechend geäußert. Wir brauchen die Mehrheit im Ausschuss, beziehungsweise eigentlich brauchen wir keine Mehrheit im Ausschuss. Es wäre ein Novum, wenn es überhaupt zu einer Wahl käme. Es ist seit Jahrzehnten nicht vorgekommen. Wir hatten nie eine Wahl bei 300 Ausschussvorsitzenden der letzten Jahrzehnte, der aller Bundestage seit ungefähr 1957. Das muss ich mal vorstellen. Die Geschäftsordnung sieht hier keine Wahl vor. Es ist letzten Endes eine politisch motivierte Kampagne. Ich bin der Sack, mit dem der Esel AfD gemeint ist und geschlagen werden soll. Ich bin sicher, in den 300 Malen der letzten Jahrzehnte gab es ganz, ganz viele Bedenken gegen einzelne Leute. Aber die Geschäftsordnung des Bundestags sieht mal vor, dass diese Dinge im Ältestenrat geregelt wurden. Der Ältestenrat hat beschlossen, natürlich hat er beschlossen, er musste ja aus demokratischen Gründen beschließen, dass die AfD und damit in diesem Fall der Peter Böhringer diesen Ausschussvorsitz bekommen sollte. Das war natürlich bekannt. Es war auch eine Personenentscheidung. Auch der linken Vertreter hat dem nicht widersprochen. Er hat nicht widersprochen. Und an dieser Stelle ist es hochgradig ungewöhnlich, dass jetzt an dieser offensichtlich pressewirksamen Stelle noch mal widersprochen werden soll. Demokratisch uns zustehende Posten werden jetzt schon zum dritten, eigentlich vielleicht sogar vierten oder fünften Mal heute uns eventuell unter Umständen vorenthalten. Wenn das geschieht, gibt es selbstverständlich keinen Plan B. Wir bestehen auf unseren Kandidaten. Das gilt auch in meinem Fall. Das hat die Fraktion völlig einhellig beschlossen. Daran wird sich nichts ändern. Zunächst mal muss man die Geschäftsordnung des Bundestags lesen. Da steht im Artikel 58 nichts von einer Wahl. Es wäre also insofern erstmal ein echtes Problem für den Versammlungsleiter, in diesem Fall unser Bundestagspräsident Schäuble. Was er denn nur an dieser Stelle macht, nach unserer Rechtsauffassung darf es gar keine Wahl geben. Letzten Endes bin ich aber da entspannt. Ich stelle mich sowohl der Debatte als auch einer Wahl, wenn sie denn doch entschieden wird. Aber es wäre nicht vorgesehen. Wie gesagt, ein Novum und meinerseits kein Problem. Ich habe die Signale nicht gesucht von den anderen Fraktionen. Vielleicht gibt es sie. Ich glaube nicht, dass sich alle so destruktiv verhalten wie die Linke, die nur wirklich im Glashaus sitzt und deren SED-Vergangenheit nie irgendeiner hier ernsthaft hinterfragt hat. Nicht an dieser Stelle. Ja, Peter Böhringer von der AfD-Fraktion, der neue Vorsitzende des Bundestagshaushaltsausschusses. Das war vor der Sitzung. Es wurde dann ja, wie gesagt, gewählt in der Tat mit entsprechendem Ergebnis. Peter Böhringer wurde gewählt mit den Stimmen der AfD und der FDP-Fraktion, die aus formalen Gründen zugestimmt hat. Die anderen Fraktionen haben mit Nein bzw. Enthaltung gestimmt. Deswegen reichte dieses Votum der beiden Fraktionen, um Peter Böhringer zu installieren. Ja, eine Wahl ist nicht üblich, aber es spricht auch nichts gegen eine Wahl, sofern sich wie heute die Linke einige Abgeordnete dazu ausgesprochen haben. Natürlich haben die anderen Fraktionen auch entsprechend reagiert auf das Votum des Ausschusses bzw. auch auf den Kandidaten der AfD. Und wir haben das für Sie zusammengestellt. Es beginnt Gesine Lötsch, die in der letzten Legislatur für die Linke übrigens die Ausschussvorsitzende des Haushaltsausschusses war. Wir akzeptieren, dass der AfD Ausschussvorsitze zustehen. Das haben die Wählerinnen und Wähler so entschieden. Aber die Frage ist natürlich, welche Personen werden vorgeschlagen? Und alles, was wir von Herrn Böhringer gelesen haben, auch auf seinen Selbstdarstellung, kann uns nicht dazu führen, ihn zu unterstützen. Darum werden wir auch eine Wahl im Haushaltsausschuss beantragen. Und die Wahl wird dann entscheiden, ob er in dieser Sitzung zum Vorsitzenden gewählt wird oder nicht. Insbesondere ist uns aufgefallen, dass er sich rassistisch und frauenfeindlich geäußert hat. Und das ist keine gute Basis für eine Repräsentation auch des Ausschusses. Es geht ja nicht nur um die interne Leitung des Ausschusses, sondern der Ausschussvorsitzende, gerade des Haushaltsausschusses, hat viele öffentliche Termine, Botschafter, internationale Organisationen wenden sich an den Haushaltsausschussvorsitzenden. Und da bedarf es auch einer Darstellung und eines Inhaltes und eines Anliegens, was wir auch mit unterstützen können. Wir haben uns als CDU-CSU-Bundestagsfraktion in einer offenen Abstimmung der Stimme enthalten. Wir akzeptieren, dass rechte AfD den Vorsitz im Haushaltsausschuss zu stellen. Das ist interfraktionell vereinbart. Wir haben aber deswegen keine Bestätigung vorgenommen,
weil viele Einlassungen, viele Beiträge von Herrn Böhringer massiv zu hinterfragen sind. Und deswegen glauben wir, war es richtig zu dokumentieren, ja, das Recht der AfD, aber mehr als ein Fragezeichen hinter der Person Böhringer. Herr Böhringer wird jetzt beweisen müssen, dass er mit der entsprechenden Zurückhaltung und Neutralität diesen Ausschuss wird leiten können. Ja, die SPD-Fraktion hat sich auch enthalten. Wir haben auch gefordert, dass wir haben auch widersprochen und haben dann auch gesagt, dass der Kandidat für uns nicht akzeptabel ist. Wir aber akzeptieren, dass die AfD das Recht auf Vertretung hat, dass das Wahlergebnis so ist, wie es ist und dass die AfD das Vorschlagsrecht hat. Und das haben wir für uns aufgelöst, indem wir A widersprochen haben, B uns enthalten haben und die Kritik noch mal benannt haben an dem Punkt. Ich erwarte von Herrn Böhringer, dass er die Aufgabe eines Vorsitzenden ausführt, dass er sich überflüssigen politischen Äußerungen enthält, dass er den Ausschuss als Ganzes vertritt. Als Vorsitzender des Haushaltsausschusses muss man den ganzen Ausschuss vertreten. Und dadurch, dass nur die AfD und die FDP für ihn gestimmt hat, merkt man, dass der Vorbehalt ihm gegenüber sehr groß ist. Es gibt genug Äußerungen von ihm, die nicht akzeptabel sind. Es wäre, wenn man vom Bauch her geht, hätte ich ihn nicht wählen wollen. Aber es gibt nun mal die Satzung, es gibt nun mal das Recht, der Ältestenrat hat ihm drei Sitze zuerkannt. Das ist so laut Geschäftsordnung. Und deswegen haben wir uns an dieser Stelle enthalten. Die FDP-Fraktion hat sich in der Sitzung distanziert von den Äußerungen von Herrn Böhringer. Wir nehmen aber zur Kenntnis, dass der Wähler die AfD in den Deutschen Bundestag entsandt hat, mit der Stärke, dass ihr drei Ausschussvorsitzende zustehen. Und wir sind deswegen nicht aus Anerkennung oder Würdigung der Person von Herrn Böhringer, sondern ganz im Gegenteil, nur aus formalen Gründen dafür, dass wir der AfD die ihr zustehenden parlamentarischen Rechte nicht vorenthalten wollen. Und wir haben in der Person von Herrn Böhringer einen Kandidaten, der sich, ich sage leider, von den übrigen Kandidaten der AfD auch nicht unterscheidet, aber eben auch nicht in gesonderter Weise disqualifiziert. Ich habe bewusst den Satz zitiert, dass es mich zutiefst befremdet, dass jemand eine Regierung der DDR letztlich bevorzugt gegenüber einer bundesrepublikanischen Regierung. Das lässt tief auf Überzeugungen blicken. Trotzdem sind wir in der Abwägung, welches demokratische Recht steht einer nicht verbotenen Partei im Deutschen Bundestag zu. Und der Frage, wie werten wir diese Äußerungen auf der formalen Seite so, dass wir sagen, wir haben Herrn Böhringer heute mitgewählt und insofern nicht seine Person, aber die parlamentarischen Rechte der AfD geachtet. Die Grüne Fraktion hat sich heute auch bei der Abstimmung enthalten. Wir haben der Benennung von Herrn Böhringer widersprochen und gleichzeitig so ein Abstimmungsverhalten klargemacht, dass wir das Recht akzeptieren, dass die AfD in einem Zugriffsverfahren im Ältestenrat drei Ausschussvorsitze gezogen hat, darunter auch den Haushaltsausschussvorsitz. Das ist ein Minderheitenrecht, das akzeptieren wir. Gleichzeitig haben wir weiterhin große Bedenken und Sorgen und Kritik an der Sache, an der konkreten Benennung von Herrn Böhringer. Herr Böhringer hat sich diffamierend über unsere demokratische Verfassungsordnung geäußert in Deutschland. Er hat seine Vertreter der demokratischen Verfassungsordnung diffamiert. Er hat Ressentiments gegenüber geflüchteten Menschen und Muslimen geäußert und er hat rechtsradikale Verschwörungstheorien verbreitet. Diese Kritik und diese Bedenken in der Sache gegenüber Herrn Böhringer halten wir weiterhin aufrecht. Gleichzeitig haben wir das Recht akzeptiert, dass die AfD diesen Vorsitz benennen kann und deswegen haben wir es in der Sache enthalten. Ja, alle Fraktionen haben Vorbehalte gegen die Person Peter Böhringer als Ausschussvorsitzender des Haushaltsausschusses. Allerdings, was den Umgang damit anbelangt, diese Vorbehalte auszudrücken, da sind die Fraktionen ja heute unterschiedlich umgegangen, was das Votum dann im Ausschuss ja gezeigt hat. Sie haben die Begründungen ja gehört. Wie viel Einfluss hat denn so ein Ausschussvorsitzender überhaupt konkret? Was kann er überhaupt bewirken?
Ja, zuallererst muss ein Ausschussvorsitzender die Sitzungen des Bundestagsausschusses einberufen, vorbereiten und natürlich auch leiten. Im besten Fall ist diese Sitzungsleitung überparteilich und objektiv. Das ist sozusagen der Idealfall, gelingt in den meisten Fällen auch ganz gut. Also die inhaltliche Macht ist durchaus begrenzt. Ein Ausschussvorsitzender wird nicht gegenüber der Mehrheit im Ausschuss, gegenüber der politischen Zusammensetzung des Ausschusses irgendwelche inhaltlichen Akzente setzen können und schon gar nicht eine Abstimmung im Ausschuss über beispielsweise einen Gesetzesentwurf beeinflussen können. Aber er hat darüber hinaus durchaus symbolische Macht und die zeigt sich zum einen darin, dass der Ausschussvorsitzende Ansprechpartner ist, zum Beispiel für alle möglichen Lobbyistengruppen, für Nichtregierungsorganisationen, die sich innerhalb der parlamentarischen Arbeit ja in die Gesetzgebungsverfahren etc. einbringen. Das sind also nicht nur die fachpolitischen Sprecher der Fraktionen, sondern da hat der Ausschussvorsitzende durchaus als Ansprechpartner eine ganz herausgehobene Position, die repräsentierend ist in der Tat. Er muss beispielsweise auch, wenn Sachverständigenanhörungen im Ausschuss sind, was ja während eines Gesetzgebungsverfahrens immer wieder vorkommt, dann ist er auch derjenige, der die Sachverständigen begrüßt und anleitet. Das Gleiche gilt für Gäste, die immer wieder in den Bundestagsausschüssen sind. Also er ist durchaus eine herausgehobene Person. Und was man sich auch immer wieder vor Augen führen muss, das geht ein bisschen unter, dass die Ausschussvorsitzenden, wenn ein Ausschuss eine Delegationsreise macht, das kann innerhalb von Deutschland sein, aber auch weltweit, das ist sehr üblich, alle Ausschüsse machen das, dann ist, sofern der Ausschusssitzende teilnimmt, er der Delegationsleiter. Das heißt, er ist der, der auch gegenüber internationalen Partnern in ganz verschiedenen Belangen auftritt. Und da hörte man ja auch schon bei dem einen oder anderen Abgeordneten, dass man sich da durchaus Gedanken gemacht, wie jemand auftritt, beispielsweise von der AfD, der nicht so auf internationale Zusammenarbeit setzt, sondern beispielsweise auch auf Abschottung. Von daher, ja, die Macht des Vorsitzenden, des Ausschussvorsitzenden ist begrenzt. Allerdings die repräsentativen Funktionen, die sind durchaus nicht als zu gering zu bewerten. Also der Bundestag hat 3 AfD-Vorsitzende in Ausschüssen. Vielen Dank für die detaillierte Einordnung dazu, Jeanette Clark live aus Berlin.